So, ja, also wenn man beim Standard AX 700 den Diskriminatorausgang legen will, muss man im Prinzip eigentlich nur so einen 10 Kiloohm Widerstand an Pin Nummer 9, eine vergrößerte Ansicht von diesem IC, wo ist denn die Maus hin? Maus ist weg. So, TK10 420 heißt das Ding. Und man sieht hier ganz schön diese Kerbe, die auch dann bei dem wirklichen IC zu sehen ist. Die zeigt nach vorne, also nach oben. Und dann sieht man hier, geht es 1, 2, 3, 4 und bis 8. Und dann gegenüberliegend ist die 9, also leider ganz hinten. Das ist halt ein bisschen fummelig, aber es geht irgendwie. Vom IC des FMN-Boards anlöten. Und dann, ja, aber das ist ziemlich eng hier drin. Also jedenfalls für meinen Lötkolben, der ist ziemlich dick scheinbar vorne. Ich habe hier extra so ein Holz zwischengeklemmt, damit es ein bisschen mehr Platz kriegt. Hat aber schließlich geklappt. Und anschließend muss dann das Kabel, was ich gleich dran löte, auf die Rückseite, nämlich dann hier an diese Chinch-Buchse. Also zumindest bietet die sich an, weil die eh nicht genutzt wird. Ja, man muss aber im Gegensatz zur französischen Anleitung auch nicht nur den Boden abschrauben, sondern auch die Seiten, den Seitendeckel, weil sonst kommt man ja gar nicht an die Chinch-Buchse ran. Ne? Also das Kabel muss jetzt hier an diesen Kontakt und diese Verbindung muss gekappt werden. Weil hier kommen 8 Volt Strom, also Spannung raus. Das muss unterbrochen werden. Also jetzt das Anlöten, das ist ja einfach. So, abschließend nehme ich dann noch einen kleinen Fräser und durchtrenne die Leiterbahn. So, jetzt habe ich das Gerät wieder zusammengebaut, nachdem ich es natürlich vorher kurz getestet hatte. Ja, das Phänomen kennt man ja. Ne? Kaum hat man das Ding zusammengeschraubt, es funktioniert irgendwas nicht. Und man kann es wieder von vorne anfangen. Ja, es scheint zu funktionieren. Ich habe hier, ja, das ist ja der Wetterballon aus Ida Oberstein, 402,7 FM. Und tatsächlich kommt ein Signal und das ist jetzt der normale Lautsprechersound. Den kann ich jetzt zudrehen und dann höre ich den Sound vom Diskriminatorausgang. Also es ist der rohe, ungefilterte Sound und das ist halt wichtig, wenn digitale Daten per Audio übermittelt werden sollen, werden die sonst weggefiltert. Und im rohen, ursprünglichen Zustand bekommt man halt die Daten viel effektiver übermittelt. Ja, und das funktioniert einwandfrei. Wollen mal gucken, wo sie lang fliegt. So, jetzt sieht man auch den Wetterballon. Da ist er, das Blaue. Ich habe einen Kreis von 30 Kilometern drum gelegt, weil weiter will ich nicht fahren. Da bin ich, da ist der äußerst dringend, also ganz knapp. Aber man sieht,
Hier ist es grün, das heißt, da ist Wald. Wald ist immer Käse. Ja gut, also mit dem Diskriminator-Ausgang, das hat also funktioniert. Der Franzose, der die einzige Anleitung, die ich gefunden habe, beschrieben hat, meinte, das sei sehr einfach. Das finde ich nicht, weil es so eng ist innen drin. Also, aber wenn man geschafft hat, diesen 10 Kilo Ohm Widerstand an den Pin Nummer 9 zu löten, dann hat man das Schwierigste eigentlich geschafft. Insofern ist es so mittelschwer halt. Ja, lohnt sich aber auf jeden Fall. Wie man sieht, so kann ich halt schön meine Wetterballons verfolgen.